Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meine Haare. Ich bin mittlerweile so happy und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe endlich den Code geknackt und ich habe Produkte gefunden, die für mich und meine Haare funktionieren und die will ich euch heute zeigen. Wir beginnen mal kurz so mit meiner Haarstruktur und meiner Haargeschichte. Also ich habe von Natur aus sehr feines Haar, relativ viele Haare und sehr glatte Haare. Ziemlich glatt. Also wenn überhaupt, habe ich jetzt über die Jahre so eine ganz leichte Welle bekommen. Aber also Locken oder so auf gar keinen Fall. Und ich färbe meine Haare seit Jahrzehnten. Also auch jetzt sind die quasi richtig gebleicht und dann nochmal abgetönt. Genau, das ist so der Haarzustand, also auf jeden Fall strapaziert und beansprucht. Die werden jede Woche geföhnt, fast jede Woche irgendwie gelockt oder geglättet und dementsprechend muss ich da schauen, dass ich da so ein bisschen entgegenwirke, dass ihr das nur im Hinterkopf behaltet, wenn es um eure Haare geht. Fangen wir also an mit der Haarwäsche. Also ich finde, es gibt auch günstige Shampoos, Conditioner, Masken und so weiter, die einen tollen Job machen. Gerade was so ein Everyday-Shampoo quasi angeht, finde ich, da gibt es echt viele gute. Wenn es um etwas geht, wo ich sage, ich möchte wirklich einen Unterschied sehen und meinen Haaren wirklich etwas Gutes tun und sie nicht nur bloß reinigen, sage ich mal, dann greife ich eigentlich fast ausschließlich zu solchen Bond Repairing Shampoos. Sei es von Olaplex oder jetzt zum Beispiel wie diese Reihe hier. Das ist mit meiner liebste Reihe oder eigentlich meine liebste Reihe von Redken. Und das ist die Acidic Bonding Concentrate Reihe. Da gibt es ganz viele Produkte. Alles immer so ein bisschen verwirrend, aber Shampoo und Conditioner ist das, was ich empfehlen kann, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich habe diese Produkte, genau wie alle anderen, bei Lookfantastic bestellt. Die hier bestelle ich mir immer im Set, dann sind sie günstiger. Prinzipiell kann ich euch empfehlen, bei Lookfantastic immer mal wieder zu schauen. Die haben andauernd irgendwelche Aktionen, wo es was gratis dazu gibt oder einen Rabatt. Ich habe ja auch immer einen Rabatt, der funktioniert. Falls ihr das nicht wusstet, schaut in der Infobox vorbei, da verlinke ich euch den nochmal. Das ist sehr cool, dass der quasi ja dauernd ist, weil oft gibt es eben welche, die dann nur 24 Stunden oder so gültig sind, der aber nicht. Auf jeden Fall, Shampoo finde ich toll, weil es reinigt meine Haare, aber sie fühlen sich nicht ausgetrocknet an. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen ja gepflegt an, aber ohne die Haare zu strapazieren. Also eine ganz tolle Balance. Eher ein leichteres Shampoo, würde ich sagen. Und dann, man sieht es dem Conditioner an, dass ich ihn sehr viel benutze. Da ist schon fast nichts mehr drin. Der Conditioner ist genau das, was ich immer brauche. Der ist von der Konsistenz dick genug, dass ich das Gefühl habe, der macht wirklich einen Unterschied. Der ist reichhaltig genug für meine strapazierten Längen und Enden. Aber der beschwert die Haare überhaupt nicht. Also ich habe extra meine Haare eben gewaschen und geföhnt für euch, damit ihr sehen könnt, wie die Produkte dann aussehen. Also ich habe auch die beiden heute benutzt und ihr seht, die sind trotzdem schön fluffig, da ist nichts beschwert, aber sie sind trotzdem schön rein. Deswegen finde ich die sehr, sehr gut und das ist eben die Bond Repairing Formulierung. Das heißt, dass sie eure Haare tatsächlich reparieren kann und ich muss sagen, bei Haarprodukten ist es sehr, sehr schwer, da was zu finden, was wirklich Haare repariert und strapazierte Haare, gerade wie meine, wo man dann wirklich einen Unterschied sieht. Das finde ich schwer. Aber die hier haben das auf jeden Fall geschafft. Mein OG, was das angeht, ist diese Reihe hier von Pureology Strength Cure Reihe. Da benutze ich auch Shampoo und Conditioner. Ich habe jetzt nur noch den Conditioner. Das ist jetzt auch die Blond-Reihe. Falls ihr blondierte Haare habt oder ihr wollt ein bisschen einen abgekühlten Ton haben, kann ich euch diese Purple Shampoos sehr empfehlen. Und auch Conditioner finde ich sogar eigentlich noch besser. Das Ding ist, dass diese Produkte oft die Haare extrem austrocknen. Und das macht es nicht. Das ist pflegend, finde ich, und überhaupt nicht austrocknend. Das finde ich ganz toll daran, aber es ist auch dementsprechend nicht ganz so intensiv, was jetzt die Tönung angeht. Aber mir geht es eigentlich um die eigentliche Reihe, also die Strength Cure Reihe. Das Shampoo und der Conditioner, die sind einfach der absolute Hammer. Das macht bei mir so einen Unterschied. Die Haare fühlen sich an wie nach dem Friseursalon. Also als ich das benutzt habe, war ich wirklich
komplett geschockt und habe auch die Produkte alle schon sehr, sehr, sehr oft nachgekauft und habe jetzt eben auch mal diese Blond-Reihe probiert. Aber meine Haare sind nicht mehr so hell, als dass ich das jetzt unbedingt brauche. Deswegen würde ich dann wieder die Originalreihe kaufen. Aber diese beiden Serien, krass, macht einen krassen Unterschied und auch die hier gibt es im Set. Dann benutze ich momentan in der Dusche nicht mehr so viele Masken oder so, sondern vertraue dann wirklich auf den Conditioner und benutze dann eher was, nachdem ich aus der Dusche geschritten bin. Und zwar, ich habe das hier noch in der Verpackung, aber das ist schon, glaube ich, meine dritte Flasche hiervon. Ich habe jetzt einfach eine neue. Das ist von Living Proof Triple Bond Complex. Und das ist eben auch genau aus so einer Bond Repairing Reihe, die wirklich die Haarstruktur repariert. Und was ich an dem Produkt cool finde, es gibt ja auch Olaplex und so weiter. Das sind Produkte, die man eher in der Dusche benutzt. Mit Haaren, die dann auch gewaschen werden müssen und so weiter. Das benutzt man, wenn man fertig ist, komplett mit der Haarwäsche. Gibt es in die Haare, deswegen habe ich auch immer noch die Verpackung, weil ich mir das immer noch mal durchlese. Mit zwei Pumpstößen starten, auf das feuchte Haar auftragen und durchkämmen. Und am besten 10 Minuten warten und dann erst föhnen. Ich finde, das ist halt das, was für mich am einfachsten umzusetzen ist, weil in diesen 10 Minuten, die ich dann warte, ziehe ich mich schon mal an, creme mich ein oder schmink mich schon mal oder so und dann kann ich meine Haare föhnen und das ist für mich viel besser umsetzbar als diese anderen Produkte und ich sehe wirklich einen Unterschied. Auch das habe ich heute benutzt und das ist auch überhaupt nicht beschwerend, aber meine Haare sind so glänzend und geschmeidig und fühlen sich einfach gepflegt an. Und ich hatte immer diese kleinen Mini-Größen davon, um es mal so auszutesten. Und davon habe ich ein paar alle gemacht, aber habe eigentlich schon nach dem ersten Benutzen einen Unterschied festgestellt. Und wenn ihr das aber wirklich bei jeder Haarwäsche danach benutzt, werdet ihr sehen, was das für einen Unterschied macht und wie gut sich eure Haare anfühlen werden. Dann, bevor ich meine Haare föhne, benutze ich einen Leave-In Conditioner. Ich sage es immer wieder, aber Leave-In Conditioner, der richtige Leave-In Conditioner, hat bei mir den krassesten Unterschied gemacht, weil ich einfach, wie gesagt, so feines Haar habe, die verknoten sehr, sehr schnell und oder werden frizzy und so weiter und so fort. Und einen Leave-In Conditioner zu finden, der für meine feinen Haare funktioniert, war einfach ein Gamechanger. Das ist der Pureology Color Fanatic Leave-In Conditioner. Sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, ist aber das gleiche Produkt. Mit 21 Benefits steht hier drauf, aber vor allem Prime Protect Perfect. Also das ist ein Hitzeschutz, übrigens auch sehr wichtiges Thema, da ist Hitzeschutz mit drin. Das entwirrt die Haare, also wenn ich das in die Haare gebe und dann meine Haare kämme, das ist so ein Unterschied zu nur einfach kämmen. Also die sind dadurch einfach geschmeidiger, lassen sich super gut durchkämmen. Die sind nicht so frizzy, es ist ein Hitzeschutz, es ist auch eine Pflege gleichzeitig, also Wahnsinn. Und der hier im Speziellen ist einfach super fein, der ist super fein vom Mist, wie das irgendwie rauskommt, der Sprühnebel, genau. Und ist für feines Haar geeignet, aber auch für alle anderen Haare geeignet und beschwert die Haare nicht. Ich liebe den, ich habe davon, weiß ich nicht, wie viele Flaschen auch schon aufgebraucht. Es gibt viele, die ich mag, aber das ist wirklich mit einer der ersten, den ich probiert habe. Auch da wieder, Pureology ist wirklich eine krasse Marke für mich, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr ohne. Also der muss immer da sein. Und dann benutze ich nicht immer, aber wenn ich Lust habe oder das Gefühl habe, oh, meine Haare sind im Moment irgendwie so ein bisschen platt, benutze ich etwas für Volumen, bevor ich meine Haare föhne. Und relativ neu entdeckt habe ich jetzt von Olaplex das Volumizing Blow Dry Mist. Ich finde, es gibt so viele Volumenprodukte, sehr viele machen nichts oder die was machen, sind für mich einfach zu beschwerend, zu klebrig in den Haaren. Ich merke das einfach zu krass. Das Produkt merkt man 0%, 0%, also ich gar nicht und ich sprühe davon sehr viel. Ich weiß gar nicht, wie viel hier noch drin ist. Ich kann es nicht sehen. Aber das ist ganz fein, wie auch der Leave-In Conditioner, ganz fein vom Sprühnebel und man merkt es nicht, aber man merkt das Ergebnis. Also meine Haare wären so frisch gewaschen, niemals mit so einem Volumen und so, ja, wie so aufgepolstert, wenn ich nicht das benutzen würde. Und was cool ist, ich habe letztens erst gedacht, krass, ich bin morgens aufgewacht, habe meine Haare gekämmt und hatte voll das Volumen. Das war, glaube ich, Tag 3 nach der Haarwäsche.
Also das finde ich echt krass. Also ich finde, Olaplex hat an sich ein paar coole Produkte, sehr viele. Und da kann man auch so ein bisschen verwirrt sein. Aber dieses Produkt finde ich richtig, richtig gut und das werde ich mir definitiv nachkaufen. Und für zwischenzeitlich, so zwischen den Haarwäschen, also an Tag 2, 3, benutze ich immer wieder gerne mal für die Enden und die Längen eine Art Haaröl, Haarserum, sowas in der Art. Ich merke einfach, Haaröle sind prinzipiell irgendwie mir zu kompliziert, weil sie einfach oft zu beschwerend sind und zu viel und die lassen sich nicht so einfach verteilen. Und ich habe mir dann jetzt das hier bestellt, auch von Olaplex, das Nourishing Hair Serum. Und ich weiß gar nicht, womit das alles so arbeitet. Oh, hier steht übrigens Heat Protection, sehe ich gerade. Okay, das wusste ich gar nicht. Style Memory, Detangling Set and Shine. Und hier ist auch diese Bond-Building-Technologie drin, die auch in dem normalen Olaplex Nummer 3 drin ist. Auf jeden Fall, was ich daran gut finde, ist, es ist ein Haarserum. Das heißt, es ist so viel dünner, kann ich euch eigentlich mal zeigen. Also es ist komplett durchsichtig, super dünn von der Konsistenz. Man merkt es überhaupt nicht in den Haaren. Das fühlt sich halt wirklich an wie so Aloe Vera Gel oder so. Ganz, ganz, ganz leicht. Das klebt auch kaum. Und ich finde einfach für so ein bisschen Schein, ein bisschen so das Gefühl von was zurückgeben und dass die Haare so wieder so ein bisschen lebendig aussehen, finde ich so ein Haarserum einfach ganz schön. Und das ist jetzt eins von denen, wo ich sage, das beschwert die Haare nicht, aber ich merke einfach einen Unterschied und ja, schon relativ viel davon aufgebraucht. Also es zieht sich quasi von unten so nach oben. So viel ist ungefähr noch drin. Ah ja, genau. Dann habe ich mir das hier nachgekauft. Und zwar wollte ich euch zeigen, auch hier wieder hat Lookfantastic eben einen super Deal gehabt, weil es ein Set ist. Da ist der Perfect Hair Day Dry Shampoo, das ist Dry Shampoo drin, und Advanced Clean Dry Shampoo. Ach so, und genau, das wollte ich euch noch sagen. Wenn ihr das hier ausprobieren wollt, da ist auch noch eine kleine Größe davon drin und die sind nicht günstig. Also das ist echt cool. 15 Milliliter, da kann man das echt super ausprobieren. Und das Set war nicht viel teurer als eins der Produkte in der Größe, glaube ich. Also ja, ich habe auf jeden Fall zugeschlagen und ich habe als erstes natürlich das Original ausprobiert gehabt vor ein paar Jahren und fand das richtig gut. Ich muss sagen, bei Trockenshampoo, bei dunklen Haaren, dunklen und feinen Haaren finde ich es echt schwer, was zu finden, wo ich sage, das macht wirklich was und man sieht es und merkt es nicht. Also ihr merkt, ne, das Thema bei meinen Haaren. Es muss irgendwie leicht sein, ich will es nicht spüren, aber es muss ein Effekt da sein. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und was noch besser war, also hier ist es so, wenn ich das benutze, habe ich wirklich einen Tag später das Gefühl immer noch, dass ich Trockenshampoo vor 3 Sekunden reingegeben habe und meine Haare sauber und clean sich anfühlen. Bei dem ist es auch richtig gut, aber nicht so extrem wie bei dem hier. Also das ist das Advanced Clean Dry Shampoo von Living Proof aus der Perfect Hair Day Reihe. Gibt es auch in klein und auch in sehr groß. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir das in ganz groß nachkaufe. Aber dann habe ich gedacht, das fand ich ein richtig cooles Set und das wollte ich euch dann auch mal zeigen. Also die Produkte mag ich sehr gern. Und dann so allgemein noch ein paar Sachen. Also erstens Bürste benutze ich immer noch die gleiche, guckt nicht genau hin, aber das ist diese Wet Brush, die so ein bisschen eckiger ist. Ich glaube, die ist irgendwie Advanced oder so, Premium, Professional, sowas in der Art. Habe ich, weiß nicht, 4 Stück oder so von zu Hause und das ist für mich die beste Bürste, weil die hat eben diese Duo-Borsten und dadurch geht die super gut durch die Haare, es zieht nicht, mega. Und was bei mir auch einen richtig krassen Unterschied gemacht hat, sind solche Seiden- oder seidigen Haargummis, die keine Naht haben und die so ein bisschen weicher sind. Also das sind jetzt die von Slip, das ist ja so das Original. Die habe ich in so einem wunderschönen Schoki-Braunton. Ich glaube, ich habe irgendwie 4 davon oder so. Und die benutze ich all day, every day. Ich finde, die sehen auch irgendwie so, wenn man sie einfach an der Hand trägt, ganz hübsch aus. Und ich finde, die sind einfach so viel schonender für die Haare. Die machen nicht so einen Abdruck. Das habe ich nämlich ganz schlimm bei meinen Haaren. Wenn ich ein Haargummi im Haar habe, meine Haare haben sofort einen Abdruck und das bleibt für immer gefühlt. Das habe ich mit denen nicht. Und ich trage auch in der Nacht sogenannte Protective Hairstyles, dass die Haare so ein bisschen geschützt werden und nicht die ganze Zeit so aufeinander reiben, während man sich während des Schlafes dreht und so weiter. Und da benutze ich sehr gerne diese Haargummis, weil die anderen, die ich zu Hause habe, die sind dann einfach zu eng. Das ist zu viel, das brauche ich nicht. Und was ich auch weniger mache, ist Hitze
benutzen. Ich wasche meine Haare natürlich und föhne sie. Immer eigentlich, außer im Sommer. Aber ich habe, gerade dadurch, dass mein Job ja vor der Kamera ist, sehr oft meine Haare sonst geglättet und gelockt mit Lockenstab, Glätteisen und so weiter. Und jetzt benutze ich sehr oft nachts, wie sagt man denn, Heatless Curl Methoden. Hä? Wie sagt man denn das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwelche Sockenlocken und Bademantellocken und probiere immer wieder was Neues aus, damit ich, wenn ich aufwache, eine schöne Welle oder schöne Locken habe, die den ganzen Tag halten. Da habe ich viel ausprobiert. Ich sag euch, bei meinen Haaren ist es echt crazy. Bei richtig vielen Methoden ist es so, ich hatte das 8 Stunden quasi einwirken lassen und dann nach einer Stunde nach dem Aufstehen sind sie wieder weg. Bei manchen hat es 48 Stunden gehalten. Da kann ich euch gerne, wenn ihr wollt, auch mal ein Tutorial zu machen. Ihr wisst, ich bin da ja voll der Profi, was Haarstyling angeht und so weiter. Aber ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, ich habe aufgehört, die Haare so viel mit solchen Produkten zu locken und zu glätten. Und jetzt zum Beispiel habe ich die Haare einfach nur geföhnt, normal, dann mit einer Rundbürste. Und ja, das ist jetzt kein perfekter Haarstyle, aber für mich ist das so genau das, was ich brauche. So eine leichte Form, eher natürlich, und ich kann die Haare so ein bisschen zur Seite tragen oder mit Mittelscheitel, und die sehen auch noch morgen gut aus. Und das ist immer das Wichtige, dass ich nicht dann morgen wieder anfangen muss, die Haare zu locken oder zu glätten oder so. Das war meine abgedatete Haarroutine, das dazu. Ich bin super, super happy mit meinen Haaren, trotz des Strapazierens durch das Bleichen und Färben und so weiter, fühlen die sich super an, und da bin ich einfach sehr, sehr happy, weil meine Mission ist immer noch, meine Haare lang wachsen zu lassen. Immer länger und immer länger. Ich habe sie letztens erst wieder abstufen lassen und dadurch sind sie sehr viel kürzer geworden. Aber ich mag so diese Dynamik in den Haaren einfach viel mehr bei mir, als wenn sie nur eine Länge haben. Genau, das war's dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren, und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!